Nein! So, weiter geht's, nachdem wir unsere wunderbare... Hört ihr mich? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja. Weiter geht's, nachdem wir unsere wunderbare Küche jetzt hier eingerichtet haben. Ja, es würde ich sagen, haben wir hier quasi so einen Flur. Hier hinten haben wir unsere Storage Area quasi. Hier ein bisschen handwerklichen Bereich, der eigentlich ein bisschen fehl am Platz ist im Flur. Aber das lassen wir mal so. Und hier haben wir dann unsere organischen Sachen. Das passt nicht ganz rein hier, aber das lassen wir erstmal, weil was sollen wir sonst machen? Gut, hier mehr davon. Wir können mal gucken, was unsere automatische Zuckerrohrfarm mittlerweile so an. Fast 2 Stacks, siehst du mal. Das ist, geht doch deutlich schneller, als wenn ich selber warte und ernte. So, können wir wieder jede Menge Papier machen. Level habe ich 12, das heißt, ich brauche noch 18. Das heißt, wir müssen, vielleicht könnten wir die Karte nehmen und gucken, ob wir Bambus finden. Das wäre eine Idee. Buried Treasure Map, okay. Ach ja, das hatte ich schon ausgegraben. Okay. Wo haben wir denn unsere richtige Karte? Wo ist denn die? Ach nee, die ist nicht verbrannt, oder? Scheiße. Kacke, kein Papier hier drin. Muss ich eine neue Karte machen? Verdammte Axt. Was brauchen wir denn für so einen Kartografietisch? Den können wir uns hier auch noch reinstellen. Hier zum Beispiel. Dann können wir hier Karten an die Wand tun. Okay, gucken wir mal, was wir brauchen. Wir brauchen zuerst mal, um eine Karte zu machen, brauchen wir einen Kompass, weil das ist in diesem Spiel so. Für den Kompass brauchen wir Redstone und... Genau. Dann machen wir davon gleich mal ein paar mehr. Zack. Redstone und Eisen. Zack. Und Papier brauchen wir. Da haben wir jetzt natürlich, da kommt uns das natürlich gerade recht hier. Das Zuckerrohr. Machen wir daraus Papier. Ein paar mehr Papier. So. Und da können wir jetzt leere Karten draus machen. So. Machen wir erstmal die eine für das Gebiet, in dem wir sind. Und dann brauchen wir einen Dingenstisch, einen Kartografiertable. Search. Okay. Da ist er. Für den brauchen wir Holz und 2 Papier. Das sollte machbar sein. Okay, Holz. So. Den können wir jetzt hier reinstellen. So, und da können wir jetzt nämlich, wenn wir diese Karte reintun, können wir da die kopieren. Und das ist alles billiger, als wenn ich hier wieder neue Karten mache mit dem Kompassen und so. Die restlichen Kompasse können wir hier rein. Einen behalten wir. Und dann gucken wir mal diese Karte. So. Ja, das ist jetzt das Gebiet... in unserer näheren Umgebung. Wir haben hier schon vor dem Mesa, wie man sieht, der kleine flitschige Punkt, das bin wieder ich. Das hier ist alles violett, darum sieht das
bisschen komisch aus, das Pilzmeser-Zeug und hier das Mesa-Mesa-Zeug, das ist halt orange. Und hier in der Mitte, wo ich bin, da sieht man das Gras. Ein ziemlich weißes Dach habe ich, sehe ich gerade hier auf der Karte. Okay, weil das natürlich als Karte nicht besonders hilfreich ist, weil das ist das Gebiet, was wir schon sehen, packe ich die hier rein und mache die größer. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Geht nicht. Okay, das ist jetzt der größte Maßstab, den ich haben kann. Und jetzt muss ich halt wieder erkunden, so leid mir das tut. Aber bevor ich das mache, möchte ich gerne die Karte kopieren, obwohl, nee, das macht noch wenig Sinn, oder? Noch ist nichts drauf auf der Karte, also noch brauche ich die nicht kopieren. Gut, dann lassen wir das. Ja. So, dann packen wir die hier rein. Dann haben wir sie immer in der Off-Hand. Und hatten wir nicht einen Sattel? Können wir nicht irgendwas reiten? Oder ist der Sattel auch verbrannt? Ja, ich glaube, die Leads, die ich hatte, sind verbrannt. Ne? Das ist natürlich ungünstig. Da ist ein Sattel, sehr gut. So, dann gucken wir mal, ob wir ein Tier. Okay. Für unser Muli mitnehmen können hier. Ja, können wir. Gut. So, jetzt mag es uns. Jetzt können wir einen Sattel drauf tun. Und jetzt können wir hier die Gegend mal abreiten. Warum habe ich den da hingelegt? Ja? Wer weiß, was ich mir dabei gedacht habe. Weil von alleine ist der nicht dahin gekommen. Jetzt gerade, wo ich losgehe, wird es wieder dunkel. Das ist natürlich typisch, ne? Typisch. Haben wir noch eine Kuh? Hallo Kuh. Oh wow, jetzt kommen die Skelette schon wieder an. So. Okay, dann wollen wir mal im. War das im Süden? Das ist im Norden, ne? Da geht's. Nee, das ist im Norden, das ist im Süden. Ja, dann gehen wir in den Süden. Was? Ah! Hilfe! Meine Güte, so viele Zombies. Oder Mumien oder was das ist hier. Und da hinten Creeper, ne? Das hat uns ja gerade noch gefehlt hier.
Wo ist das Skelett, das hier auf mich schießt? Wo? Da. Ah. Ja, danke. Das habe ich jetzt nicht gebraucht. Gut. Dann gucken wir mal hier. Hau ab. Yep. Gehen wir mal zu diesem Dorf mit dem Schiff drin. Dann haben wir das wieder auf der Karte. Das wäre ganz praktisch. Okay, hier steht ein Baum. Habe ich den gepflanzt? Hallo. So. So. Wie man sieht, mit Muli geht's viel schneller. Das einzige Problem ist, man darf halt nicht ins Wasser fallen, weil dann wird man abgeworfen und dann wird es relativ schwierig, das Pferd zu lenken. Ja. Darum versuchen wir das mal nicht zu machen. So, da ist unser Dorf. Sehr gut. Haben wir das auf der Karte wieder? Jetzt ist das Schiff im Weg. Naja. So. Sorry. Da ist noch eine Kuh, eine richtige Kuh. Guck mal, ohne Pilz und Zeug. Aber wir halten mal heute nicht für Kühe an, weil wir halt das Gebiet hier erkunden wollen. Ah! Okay. Das hätte ins Auge gehen können. Da war das Wasser flach genug, das war nicht so das Problem. Okay. Irgendwas. Oh, er muss hier Gebiet laden. Darum wird das ein bisschen ruckelig, glaube ich. Weil er das alles darstellen muss hier. Das ist dann natürlich nicht so schlimm, wenn. Aber hier war ich doch auch schon. Hier habe ich doch den Schatz ausgegraben, oder? Hier sind Schafe, sehr gut. Die können wir dann von hier holen. Wissen wir das auch? Und hier ist Birkenwald. Durch den Wald reiten ist immer so eine Sache, weil der Kopf kann tatsächlich von den Ästen Schaden kriegen. Was ist das? Das ist okay, das ist einfach nur. Darum muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Shit. Komme ich jetzt nicht dran vorbei? So vielleicht, ja. Okay, noch mehr Birkenwald. Ich brauche einen Urwald und ich brauche Bambus. Urwald in the Bambus. Wie gesagt, durch das Wasser kann ich reiten, das ist flach genug. Und je mehr man erkundet von der Welt, desto mehr muss auf der Festplatte gespeichert werden, weil obwohl das alles prozedural generiert ist, sobald ich was verändere, muss das gespeichert werden. Und wenn ich in einer anderen Spielversion bin zum Beispiel und meinen alten Spielstand darin einlese, dann ist die Generation von dem Terrain anders. Oh, guck mal, da haben wir noch mehr von dem dunklen Holz hier, aber das ist nicht wirklich ein Urwald, den ich suche. Da ist schon wieder so ein Chasm. Aber wissen wir, dass hier das Holz ist zumindest? Gehen wir weiter nach Süden, da ist vielleicht noch irgendwas. Ist ja immer ein Urwald, den wir suchen, den können wir im Süden besser suchen, glaube ich. Obwohl, ich weiß nicht, wo das geografisch, wo man Mesa findet, man eh schon im Norden, im Süden, glaube ich. Im Süden vom Norden, also in äquatorialen Zonen, oder? Oder wo findet man Mesas? Da ist. Oh, ist das da hinten? Nee, das ist auch Dark Oakwood. Das ist kein Urwald, schade. Hier haben wir einen Sumpf, auch gut zu wissen. Hier sind wieder Kühe und Schafe. Und hier ist wieder jede Menge Birke. Birkenholz, also hier, das ist. Birken wuchern hier wie Unkraut. Oh, es ist unglaublich. Und Sumpf. Okay. Ja, hier ist jetzt Wasser. Hier geht es nicht mehr weiter. Zumindest nicht auf unserem Muli. Und da ich es nicht in die Freiheit entlassen möchte, reiten wir mal langsam wieder zurück, da es jetzt auch langsam wieder Nacht wird. Aber wir nehmen einen etwas anderen Weg, damit wir gleich mehr von der Gegend erkunden. So. Okay.
Vielleicht hätte ich ein Bett mitnehmen sollen, damit ich hier die Nacht überspringen kann, aber hinterher ist man immer schlauer. Oh, ein Creeper, dem wollen wir nicht zu nahe kommen. Aber wir wollen auch nicht unser Muli kaputt machen durch zu tiefes Fallen. Darauf müssen wir auch achten. Noch ist es kerngesund. Oh, gerade noch mal rüber geschwommen. Upsala. Das ging gerade noch mal gut. Oh. Das auch. Okay. Cool. So. Und da sind auch schon unsere Freunde, die Skelette, für die wir hoffentlich zu schnell sind. Das ist jetzt ein bisschen knifflig. Oh super, alles voller Creeper. Ah! Da ist das Dorf wieder, okay. Bin ich nicht mehr allzu weit weg. Oh fuck. Nein! Shit. Verdammte Axt. Okay. Das passiert dann. Super. Ja, schade, 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 das war mein Muli. Okay, dann machen wir uns halt nochmal, mal gucken, ob wir unseren Kram wenigstens wiederfinden können, den Sattel und die Karte. Das wäre ganz gut. Fuck. Gedudeldu. Okay, hier hatten wir die Kompasse drin. Achso, da können wir das nicht machen. Müssen wir hier machen. Schade, wir hatten noch so schön schon erkundet. Na ja. Alles nochmal von vorn. Okay, wir brauchen aber trotzdem, brauchen trotzdem mindestens eine Spitzhacke. Wo ist das ganze Eisen hin? Hatte ich nicht noch mehr Eisen? Habe ich das alles schon verbraten? Dann müssen wir uns halt eine aus Diamanten machen. Und wir müssen uns dringend mehr Eisen besorgen, scheint es. So. Okay. Die Spitzhacke werde ich brauchen, um runter und wieder hochzukommen in den Abgrund da. Okay.
Ja, so ist das halt. Also in die Richtung müssen wir grob. Schauen wir mal. Ja, es ging alles sehr viel schneller mit dem Moli. Bisschen enttäuscht bin ich. Aber wir sind zum Glück weder mit Pferd noch mit Esel hingeritten. Das bedeutet, wir können uns weitere Mulis züchten. Da die Mulis selber nicht züchtbar sind in diesem Spiel. Also zumindest nicht untereinander. Meine Fresse. Das ist aber hoch hier. So, also das Dorf hatten wir schon gesehen und dann waren wir da irgendwie rechts dran vorbeigeritten. Und wir kamen von dort irgendwo. Also muss da dieser Abgrund sein, wo ich reingefallen bin. Hätten wir die Koordinaten angeschaltet, dann würden wir gucken können. Hatten wir aber nicht. Also ist jetzt Glückssache, ob wir unseren Kram noch finden. Weil, wenn er zu lange herumliegt, dann despawnt der. Das heißt, er verschwindet einfach. Ich glaube, noch 5 Minuten, wenn man in dem Chunk ist oder irgendwie so. So. Okay, hier war es nicht. Hier war es nicht. Wo geht's denn? Hier war doch irgendwo eine Landbrücke. Wo es rüber geht, da war das doch, oder nicht? Dunkel. Warte mal, war ich nicht hier raufgeritten auf den Berg? Waren hier nicht, ich glaube, das war hier, ja, muss ich hier rauf irgendwie.
Oder? Wenn man darauf kommt. Also hier waren die, hier wollte ich längs, ne? Oder da unten. War das hier? Nee. Ah. Ich glaube, da war das gar nicht. Ja, ob ich meinen Kram dann noch finde, ist eine Frage. Aber, wie gewonnen zu zerronnen. Und ein Gutes ist, ich habe jede Menge Diamanten. Das heißt, ich kann mir eine neue gute Ausrüstung machen und dann einfach wieder runtergehen und meinen. Da unten stehen Pillager, die grauen Leute da. Die greifen jetzt das Dorf an, so wie es aussieht. Aber da kann ich euch leider nicht helfen, liebe Dorfbewohner. Weil ich suche meinen Kram gerade. Doch, aber das war hier, bin ich mir ziemlich sicher. Da war ich schon dran vorbeigekommen hier. Muss das hier oben irgendwo sein? Und es wird wieder dunkel. Shit. Also hier war es nicht. Toll, ich habe ein Ei gefunden. Super. Ich habe kein Schwert dabei. Okay. Oh, Kupfer. Shit. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir uns hier erstmal in diesem Loch ein, damit wir nicht dann auch noch einen weiteren Tod sterben und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Heiko stirbt und verliert seinen ganzen Kram. Bis denn, auf Wiedersehen.